Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Arma 3 Altes Live. Männer, so, ich hoffe, ihr habt euch erholt. Es geht weiter, es gibt eine weitere Aufnahme. Wir haben ein neues Mitglied bei Louis LP. Sagt mal alle Hallo. Hallo, Louis. Hallo. So, ja, ihr Jungspunde. Sehr gut. Ah. So, das ist ein Rentner, ist ein alter Vietnam-Veteran und der wird uns ein bisschen helfen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. So, und jetzt geht es nämlich Folgendes. Wir werden heute kidnappen. So. Das ist gut. Der Plan zumindest mal. Das ist der Plan. Wir haben einen neuen Helikopter von der Oma gesponsert bekommen. Das ist der Moritz. Der Helikopter Moritz. Der Moritz. Der Alucard kommt da auch. Der Alucard, da kommt er schon. Der Herr Blaze. Oh, wir töten die jetzt nicht zufällig, oder? Na, guten Tag. Ich hoffe nicht. Erzählen Sie schon was? Waffen. Ja, komm, wollen wir los oder wollen wir jetzt ja, hier? Ja, gut, fliegen wir erstmal los zum Donator Shop, oder? Wir brauchen ja auch so viel Zeug. Gut, gut. Alle rein. So. Rennt die Armee los, ja. Geht schon, alle rein. Der Dadosch ist eingestiegen. Es ist schon wieder sehr angespannt hier drin. Herr Dadosch, kann ich Ihnen helfen? Ist auch drin, oder? Zumindest hast du alles wieder eingestiegen. Ich glaube nicht. Doch, er war drin. Kein Problem. Ja, dann lass ich nochmal zu hier. Ja, Mann, hättest du ihn mitgenommen, so kidnappen, Mann, das wäre genau geworden. Ja, einfach mal mitgenommen. Alle hätten gedacht, das wäre gestellt gewesen, ne? Der steigt einfach freiwillig ein. Warum? Habt ihr schon aufgenommen mit den neuen Heli rein, oder? Nee. Unser neues Schätzchen. Was hat der gekostet? Was hat der, sagt's mal. 450.000 am Donator-Stop statt 4 Millionen. Oh. Gut, wir brauchen noch einen Namen. Ja, der Moritz. Moritz, okay, ist der Moritz. Moritz, gut. Wieso nicht was Fetzigeres? Pussy Destroyer oder. Ja. Das so heißt genital von mir. Aber. Nee, ja. aber wie heißt alles Moritz? Ich hab eine Avocado-Pflanze, die ist auch Moritz. Nee, okay. Gut. Also ich finde den Namen toll. Ja, wie heißt denn die Avocados? Moritz 1, Moritz 2. Sehr gut. Ja. So, okay, wo fliegen wir jetzt eigentlich hin? Donator Shop. Donator Shop, okay. Dann besorgen wir uns da was, Ifrits oder so? Na klar. Ja. Ifrits und vor allem Visire. Dann hören wir das. Wie sieht denn das aus, wenn da 8 Ifrits auf einen zugerast kommen? Da kriegst du ein bisschen Panik, ne? Ja, auch wenn wir immer ein Zweier-Dinger, also 4 Stück oder so. Dann werden wir das noch ein bisschen erklären. Kennt sich eigentlich jeder mit dem Zeroam von Waffen aus? Nein. Glaube ich. Ja, ein bisschen. Ja, du sowieso, Philipp. Aber du kannst ja oder der alte Kriegswetter kann das ja erklären. Ja, das sich ja muss ich auskennen. So eine moderne Technologie gab es zu unseren Zeiten noch nicht. Ach, verstehe. Ja gut, und zwar, dann erkläre ich das kurz mal. Das Zeroam macht ja mit Bild auf und Bild ab. Und da stellt circa die Entfernung ein. Zum Beispiel, wenn der Gegner jetzt 300 Meter entfernt ist, oder sagen wir 600 Meter, das Visier ist normalerweise 300 Meter eingestellt. Dass das ja ein Militärsimulator ist, geht das auch mit dem Zeroam. Das heißt, Visier ein bisschen höher stellen und so. Also perfekt ebnen. Die Entfernung seht ihr dann, wenn ihr anvisiert habt. Oben rechts, da steht dann 300 Meter, 400, 500, 600, kommt drauf an, was für ein Visier ihr halt habt. Und dadurch könnt ihr halt Zero, dann müsst ihr nicht irgendwie ein bisschen rauf zielen oder runter zielen, sondern könnt geradeaus so schön reinschießen. Das ist cool, das gab es auch bei Battlefield und ich habe immer gedacht, was bringt das? Okay, ja. Jetzt weiß ich. Ja, das ist das. Also verstehe. Also kann man damit eigentlich nur näher ranzoomen. Nee, das ist einfach nur, dass du... Du triffst, wo du eigentlich nicht treffen solltest. Genau, du musst wenn du jetzt 300 Meter entfernt bist und dann müsstest du eigentlich so einen Meter über seinen Kopf ziehen, damit du einen Headshot schaffst sozusagen. Genau, auch ein bisschen runter nach dem Zeitpunkt. Aber durch das... Durch das Visier einstellen, da bist du das. Genau. Ach, wird das quasi schon ausgerechnet, mehr oder weniger. Genau. Dann musst du einfach nur noch auf den Kopf zielen bei 400 Metern. Wenn du 400 Meter eingestellt hast und der ist 400 Meter weit weg, dann brauchst du nur direkt dahin zu zielen, wo du hinschießen willst und dann trifft's da auch. Genau. Das ist natürlich geil. Und das Eagle-Shop kann man hier kaufen, dieses Ding, oder was? Nee, das ist bei jedem Visier oben. Das ist schon oben. Okay. Ja, genau. Meins ist also Standard ist 300 Meter eingestellt bei dem. Aber wir haben jetzt, glaube ich, kein Visier nicht da. Ja, was braucht man da? Sniper-Gewehr, SOS wäre am besten. Okay, gut. Mit den Bildtasten geht das bei mir aber nicht. Ja, was hast du für. Du hast wahrscheinlich falsches Gewehr, ne? Oben rechts steht doch, ist doch deine Muni und so weiter, ne? Ja. Und dann steht auch 300 Meter, dann drückt man den Auftritt ab, dann müsste ich das ändern. Ja, das geht nicht mit dem MR2O, das ist das Problem. Ah, das geht da nicht. Ja. Wo kann man sich hier das kaufen? Ja, das MR2O, das kann man hier kaufen. Ja, wo?
Ja, hier, der nette schon. The Weapon wahrscheinlich. Oh. Und nee, wo ist der Donator Shop? Hier ist nur ATM und Bank Insurance. Ja, du musst scrollen. Donator Weapon Shop. Ach, nee. Oder bist du noch kein Donator? Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Also dann MRCO? Warte, ich pack dir hier MRCO in den Rucksack. Ist es das M oder okay. Das NRCO? MRCO. Okay, weil ich hab das ACO nur. Okay, da geht's. Nee, das ACO, das kannst du vergessen. Okay, also soll ich mir jetzt das MRCO kaufen? Ist es das wert jetzt, ehrlich? Ja. Wieso nicht? Ja, das ist gut. Also das habe ich. Bin ich schon, also ich finde es besser, muss ich schon sagen. Das ist eigentlich so. Ach scheiße, ich habe versehentlich ein bisschen zu viel gekauft. Oh Mann. Ich muss mal ein bisschen was wegwerfen. Kann man sich gar keinen Ifrit kaufen. Echt? Echt nee? Nee. Kann man sich nur kaufen hier. Das ist ja blöd. You are not doch noch mal genau. Zum Außenposten. Nein, wir fahren einfach alle mit Quad. Ja, genau. Ja, das ist ja auch geil, ey. Alle in Quad, los geht's. Oder so eine Sportlimo. Das ist ein geiles Visier. Was für eins? Boah, Alter, was ist das denn für ein Ding? Aber bei Bild auf und so passiert bei mir gar nichts. Ja, das ist das Problem. Ich hoffe, wir bekommen wirklich nochmal das SOS, weil das ist einfach das Perfekteste für Snipern. Noch besser wäre natürlich das Nightstalker, weil das ein Dings hat. So ein, ach, so Satani Wärmebild verbindet. Als FNC. Jetzt ja, Satani, was ist denn bei dem kaputt? Der ist ein bisschen spät unterwegs, ne? Er wird kaufen man jetzt hier. Nee, wenn ihr es noch nicht wusstet, mit dem MRCO, wenn ihr da also Steuerung und Rechtsklick drückt, dann tut ihr eure Sicht ändern. Also einmal nach. Steuerung und was? Steuerung und Rechtsklick. So, ja. Gut. Ich drücke. Das ist geil. Genau. Dann, dann visiert man näher ran, das ist ziemlich cool. Das ist aber auch bei anderen. Das Bild auf funktioniert immer doch nicht bei mir. Ja, das ist kein Sniper-Teil, leider. Okay, ich hoffe, das Problem ist, die ganzen Leute, das heißt, die ganzen TT-Leute haben alle das Nightstalker. Nee, das ist nur der Dalu-Card. Ja, Anne hat's auch. Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich will auch zu Snipe. So, Schnieke Boys, wie schaut's aus? Gehen wir Rebellenjager oder holen uns Ifrits oder wie ist der Plan? Ich will Ifrits holen. Ich will auch einen Ifrit. Alles klar, dann flieg mal dahin. Ich will jetzt einen Ifrit. Dann kann sich unser Veteran noch ausrüsten, wenn er möchte. Ein richtig gut gepanzertes Fahrzeug. Wieso sind wir eigentlich so weit zum Donator-Shop gefahren? Da oben war auch noch einer. Oder? Ja. Oben rechts neben dem Rebellenlager. Ach Leute, ja, gut zu wissen. Ein bisschen präsentieren. Ja genau, hier, Moritz, den Moritz. Moritz. Ja, der ganze Tag in der Garage steht, Panga. Genau. Der ist einfach auch nicht glücklich. Das ist auch so, wenn du so, das ist genau das gleiche, wenn du Ferrari kaufst für die Innenstadt. Das macht auch keinen Sinn. Nee. Ja. Das ist so Platz. Ja. Ich kannte einen, der hatte, das war so ein älterer Herr, und der hat so ein, der macht immer so schnelle Autos und hat sich immer schnelle Autos gekauft. Und dann hat er eine Frau gehabt, so eine Philippinerin, die dann mit der ein Kind noch gemacht hatte, und dann hat er das Auto, dann fuhr er nicht mit dem Auto. Das Einzige, was der gemacht hat, ist, der hat in der Garage einfach nur aufgedreht, Gas gegeben und dann wieder ab und ist wieder... Da links von uns fliegen gerade die TT-Leute. Ja, rechts? Oh, links. Die fliegen zum Kokainverarbeiter. Oder zum Rebellen. Zum Blut. Oder was? Mal über. Oder zum Rebellen auspassen, oder? Nee, das geht sich nie aus. Die fliegen hundertprozentig zum Kokainverarbeiter. Oder sie machen einen richtig großen Umweg, aber das wird dumm. Er hat die Tür von Moritz aufgelassen. Die Tür? Ist eingestiegen. Das zieht! Der Balui ist so ruhig als unser alter Kriegsveteran hier. Balui, kann das mal zumachen? Ich glaube, er schläft. Ja, Bei alten Leuten ist es so. Wir fliegen ja immer noch. Haben wir vorhin irgendwas anderes gemacht? Ja, ihr könnt euch alle Dinge leisten. In meinem Alter, mit meiner Rente. Ich habe gerade mal 50.000 auf dem Konto. Dann kann ich so gerade noch bis zu meinem Todestag das Altersheim mitbezahlen. Oh, ja, der Pool kostet schon 1.000 Pfund. Also da ist es gar nicht zu viel. Ja, danke, furchtbar. Ja, furchtbar. Startsystem. Mir leckt es mal jetzt. Auch bei mir auch gerade. So. Wie viele Magazine habt ihr mit? 10 oder so. Nee, 5 oder so. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht ein halbes verschießen werde, wenn es hochkommt. Ja. Also ist doch immer. Ja, wer weiß. Steigt ja.
wette, wir schießen gar nicht einfach. Wir werden einfach irgendwie umgelegt oder so. Oder landen in den Baum. Habt doch ein bisschen mehr Vertrauen. Hey, heute nicht. Heute geht's gut, glaube ich. Heute nicht, Barton. Ein Tank leer, ne? Wir haben ja den Veteran dabei, dann passt das. Jo, genau, wo sind wir denn schon hier? Hier bin ich ja noch nie gewesen. Das ist Köln da unten. Ja, Köln. Oh, der Turm ist aber klein geworden. Ja, ein bisschen Geld. Er scheint geschrumpft zu sein. Oder ich bin einfach größer geworden. Mach die Höhe. Na? So, aber ich glaube, wir landen ein bisschen weiter weg. Das ist die Watch of the Games kommt jetzt ja. Ja, ja. Ja. So. Aber was ist da für ein Lager? Das ist der Rebellenlager. Wir holen uns jetzt ein paar Infos. Alle aussteigen, alle draußen, alles klar. Einmal zu das Ding. Erstmal, so. Wie teuer ist denn so ein Ding? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht zu teuer. Oh, ich hab meine Rente gekriegt. 1000 307. Euro. 307. 337. 330. 337. Charlie, aber bleibt der dann? Ja. Ja. Permakon, ewig. Ja. Okay, gut. Ja. Also es sei denn, der explodiert halt, ne? Okay. Scheiße. Aber den zum Explodieren zu bringen, das schaffst du nicht. Holt sich jetzt jeder ein oder wollen wir uns? Ja, ich hol mir auch noch einen. Okay, komm, der Kerl ist arrogant. Der redet nicht mit mir. Was soll denn das? Ja, wer denn? Du musst du Geld geben. Ey, sie, hey. Du musst du Geld geben? So ist die Regierung heute. Die redet nicht mit dir, wenn du dir Geld gibst. Der lässt sich nicht mal anklicken. Was soll denn das? So, Ifrit heißt er. Wer fährt bei mir mit? Bar permanently. 300. Das ist meiner, glaube ich, oder? Ja, genau, ich habe den so. Nee, es ist meiner. Hä, hey, lol. Und wo ist meiner hin? Ja, ich stehe gerade noch da. Ich warte, bis einer einsteigt. Fahren wir jetzt alle in einem Ifrit. Also, hey, alle jetzt jeder ist, in. Jetzt einem ist meiner nicht gespawnt, oder wie? Ja, drei lang noch, oder? Oder wollt ihr wirklich jeder in? Ich würde sagen, fahrt mal weg oder so ein Stückchen, damit die spawnen können. Ja, drei reichen doch. Ach, das kommt doch viel geiler, Junge. Jeder einen hat. Ja, stimmt schon. Weil die glauben dann, oh, da sind sicher in jedem vier Leute drin. Ja, stimmt. Ja, okay, lass machen einfach. Ach, fahrt mal weg, weil ich will dann auch noch spawnen. Ich kann fahren, passiert nichts. Ich dachte, weil bei irgendeiner, der ist ja nicht gespawnt. Ja, nee, bei mir. Ja, weil ich da noch stand. Ja, weil sie gleichzeitig gemacht haben, deswegen. Genau. Okay, da steht man. Okay, ich kann auch gleich kaufen. Boah, geil. Dann haben wir dann sechs Stück, ne? Ja. Oder holt sich bei uns ja auch. Fünf, weil Louis fährt bei mir mit. Na, ist das ein Auto? Da langt die Rente nicht. Das ist ein Opel Corsa, ist auch nicht mehr so. Auf wo geht's gleich überhaupt hin? Was? Keine Ahnung, wo fahren wir jetzt hin? Kokainfeld? Kokain? Jawohl, wir haben Zivilisten drauf, also es kann nicht sein, dass wir richtig sind. Richtig, Kokainfeld. Fahren wir dahin oder jeder fahren denkt sich so, ich bin so ein cooler Typ, ich fahre mit Kokain. Philipp Dead Four. Okay. Das ist geil. Aber wir steigen doch nicht aus, wir fahren nur mal hin, was die machen. Also noch nicht aussteigen oder so, weil dann verraten wir uns ja jetzt schon. Also einfach nur mal hin von stehen bleiben, was die machen werden. Ja. Wie das aussieht, ey. Schon geil. Fünfte Dinger ankommen in einer Reihe. Das ist schon heftig. Dann müssen die da so Knöpfe in meinem Auto. Da steht drauf Gun und. Und Motion! Und Hatje! Und Kock steht auch hier. Smoke! Kann ich da mal drauf drücken? Drück doch mal. Guck mal, was passiert. Ich kann ja mal C drücken, okay? Nee, jetzt nicht. Mach das nach hinten. Wir fahren durch dieses Feld durch und drücken alle C gleichzeitig. Ja, was ist C? Was ist C? Da kommen Rauchgranaten. Aber hebt die noch auf. Ja, die brauchen wir. Wir haben nur zwei. Zwei. Und respawnen die dann irgendwie? Ja. Ja, wenn man. Ja, wenn du in der Garage war. Boah, ich hab irgendwie die ganze Zeit Schiss, dass ich das Ding hab. Ja, gell, weil das hüpft so und ich hab auch Angst. Aber da brauchst du wirklich nicht Angst haben oder so. Wenn du nicht frontal wirklich mit voller Geschwindigkeit in den Stein reinkrachst, dann passiert rein gar nichts. Okay, das Teil ist so overpowered. Aber dann bleibt es trotzdem zusammen, weil ich bin irgendwie noch hinten, während ihr schon mit bei der Fahrt seid. Ja, müsst ihr sagen, ja, komm, fahren wir mal. Keine Zeit nach hinten. Warte, das fahr schon mal. Achtung, hier ist. Die ist noch nicht passiert. Oh ja. Seid ihr alle da? Konvoi. Kapuzenwurm, anhalten. Der Kapuzenwurm kommt. Du kannst Shift drücken, dann hat er so ein Turbo. Okay. Ja, aber ich bin ein vorsichtiger, vorbildlicher Autofahrer. Der mitten übers Feld ist die Vogel. Genau, so gehört es. Und vor allen Dingen. Und weiter geht's. So,
nicht so. Oh, das ist aber, das ist ein geiles Auto. Weißt du, da macht es Frankreich Spaß. Mit Quad hast du. Scheiß Baum. Der Baum weg, genau, so, schau. So muss das. Ne, das ist komm so wie mit Quad, also musst du aufpassen bei jedem Stein, dann fliegt ja, der Scheiß Baum. Oh Gott. Oh, ja, ist beim SUV auch so. Ich glaube, wir kippen ja noch rum irgendwie. Knochen. Oh, hier ist ein Stein, Achtung! Eine neue Hüfte. Ich bin irgendwo gegen Toll! Okay. Auto kaputt? Nein, wir kommen hier nicht mehr raus! Also, rückwärts. Ach, du musst rückwärts fahren, das geht? Ja, das ist, ich brauch grad ein bisschen rückwärts fahren. So. Soll ich schieben? Wir müssen aufpassen, ja, wir können hier nicht flippen, ne? Das geht hier ab. Wo sind die anderen jetzt hingefahren? Hier, hier, rechts, rechts, rechts. Hört einer ein bisschen vorsichtiger, ich würde gerne umsteigen. Nix da, Kokainfeld. Voll über die Mauer. Also. Eine Frage, spielen wir alle eigentlich nochmal als Cops oder so? Nee, ich glaub nicht. Nein, also jetzt ganz ehrlich. Cops? Das tue ich mir nicht an. Ich wirklich nicht? Noch wow. Ja, vielleicht einmal schon, aber... Oder haben wir den Strider? Für den Strider? Ich ja, aber keine Ahnung. Kopf ist, glaube ich, zwischendurch echt langweilig. Ja, da passiert so wenig, ey. Ich spiele zu viel Kopf. Ja, ich komme doch an, wer Kopf spielt. Ja, ich spiele auch zu viel Kopf. Ich habe nur nie Kopf gespielt. Komm, außer wenn man bestechlich ist. Spielen wir als die Saints. Jeder dafür? Oh Gott, abgehoben. Kann der Kopf, wenn er. Alter, Philipp, warum wärst du so. Kann der Kopf, wenn er den Job verliert? Was? Ja. Ja? Klar, wenn das. Die Chefs herausfinden, das war zum Beispiel auf unserem Server so. Da hat ein Cop die ganzen Informationen an die Rebellen rausgegeben und den haben wir rausgekickt. Ja, okay, aber da, war das noch Roleplay oder war das einfach nur boshaft? Oder? Komm, Baum. Oh. Alter. Naja. Gib's doch mal! Ich finde schon scheiße, wenn. Ja. Find schon scheiße, wenn sich zum Beispiel kaputt. Der einloggt und der kann dich ja von der Wanted-Liste runternehmen. Also du kannst frei sein. Also das meinst du? Ja, ja genau. Nicht auf die Roleplays, wenn man halt Sachen verpetzt, aber wenn man halt dann. Ja, die Whitelist und. Ja, weil dann finde ich es okay, weil das ist halt ein Roleplay, sowas gibt es ja halt. Aber ja, auf die Whitelist runternehmen, das ist halt schon unfair. Ja, ja. Ja. Oder sagen, ja, da und da sind gerade Cops, da dürft ihr jetzt nicht hinfahren oder. Generell die Leute mit Kokain durchlassen bei Verkehr. Ja, okay, es geht auch noch, wenn man bestechlich ist und korrupt, aber so Sachen von der Wanted, also von der Wanted-List runternehmen, das geht halt nicht. Dann wird man gebannt auch, oder? Ja, klar. Okay, also jetzt aber wenn man bestechlich oder sowas ist, dann kriegt. Was passiert dann? Also wird man einfach von Polizisten. Also ich glaube, in einem gewissen Maß ist es okay, weil dann zählt das auch zu Roleplay, wenn das so ausartet oder so. Aber dann ist einfach halt ein bisschen von der Whitelist runter. Die Polizei braucht ja fast immer eine Whitelist. Ja, ja der ist dann halt kein Cop mehr gewesen bei uns. Dann haben wir halt geht da hinten nicht noch irgendeiner? Ja, ich fahre hier hin. Ich bin oder jetzt ganz hinten, glaube ich. Oder er war ja auch ein Bug-User und hat sich zum Beispiel da auf das dem Gefängnis herausgepackt oder so ein Kack. Ja, da hinten fährt noch einer. Wer ist ganz hinten? Ich bin nicht. Aber wir können ja nochmal kurz stehen, damit wir einmal zusammenkommen wieder. Ja, wäre gut, weil wir sind ja gleich da. Ja, ja. Genau, 400 Meter noch. Okay. Gut, dann warten wir jetzt hier. Aber hier der Berg ist vor mir. Boah, das dauert so ewig, den Berg hochzufahren, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. 30 km/h Flotte, ne? Runter wird's dann 150 oder so. Wo ist denn das Kokainfeld? Hast du jetzt hinten schön zu fahren, weil es da so staubig ist und man nichts sieht? Ja, deswegen bin ich auch so langsam gefahren, weil ich Angst hatte, dass ein Stein auf einmal von mir auftaucht. Naja, ja, aber wenn man langsam fährt, dann passiert eigentlich nie was mit dem Stein hier. Ich bin eben mit 50 in Stein rein, aber. Wollen wir los? Ja, warte noch kurz hier bis. Ja, warte. Wer ist da hinten noch? Das bin ich. Kaputt. Okay. Ach, da ganz hinten. So. So, bin du da? So. Los geht's. Wir warten. Achso. Schnicke Boys. Angriff. Okay, genau. Und ihr müsst das Kommando geben, wann wir C drücken. Ja, wenn da welche sind, dann. Ja, ja, wenn wir hier dort sind, dann können wir gleich C drücken. Aber wenn jetzt nichts los ist, was machen wir, wenn nichts los ist? Fahren wir woanders hin? Wir nehmen uns schon mit, oder? Ich würde sagen, wir können uns ja schon mal ins Auto packen oder so. Wenn ja jemand ist, aber es sieht nicht so aus, als hier jemand ist. Ja, und wenn hier keiner ist, das Kokain bringt halt Geld, oder wollt ihr das nicht? Nö, nee, wir wollen kein Geld. Geld ist böse. Wäre ich das zu viel Arbeit? Ich meine, jetzt haben wir ja alle über fast 3 Millionen, so, da würde ich schon einsehen, dass wir sagen, ach, die 300.000, weißt du, will ich nicht verstehen. Warte mal, ich guck mal, ob der überhaupt ein Inventar hat. Der halt 100 Platz hat, er. Ja gut, bis Koks mal mitnehmen wegen meiner. Das meine ich, nee, also, du kannst immer reingehen oder so. Ich würde jetzt auch keinen Koks mitnehmen. Okay. Wir könnten ja Koks mitnehmen. Wir könnten ja uns Koks mitnehmen, auf dem Marktplatz fahren und da Koks dealen. Ja eben, sondern einfach nur so ein bisschen mitnehmen, damit kann man ein bisschen Mist machen. Ich nehme einfach mal ein, zwei Koks mit. Ja, okay, Moment. Gut, dann fahre ich auch runter. Nur ein bisschen.
Ihr Luschen geht noch, ich fahr runter. Mit dem schön kriminell unterwegs. Obwohl, stimmt das mal ja auch mal. Vielleicht hätte auch fahren können eigentlich. Am Rückweg fahr ich mit dem anderen. Kann ich herbauen, ne? Junge, wer ist denn da reingefahren in mich hier fast? Ja, stimmt, so 5 Koks mit bei dir. Herr Outsider, jo. Oh. Ich bin nicht in dich reingefahren. Nee, du bist nur. Ja, also du bist rechts gefahren und dann. So, Opa, nimm ein bisschen Kokain mit, bitte. Jo. Kann man das Kokain eigentlich wirklich selbst das hier. Kann man das, ist das auch jetzt in hier selbst usen? Nee, hier nicht. Nee. Oh, wow! Entschuldigung, Gaming-Spooky hat die Chance, hab's gesehen! Ich ergebe mich! Wirklich! Ich bin nicht bei Nein! Ich kann da nicht für! Hilfe! Hilfe! Alles gut! Meine drei Jahre will ich noch leben! Komm schon! Das war der Zitterfinger! Komm, steh auf! Der Zitterfinger war auf! Das war der Warnschuss! Ja! Mein Herz! Wir sind ja gleich da! Beruhig dich! Ich muss mich erstmal hinsetzen. Ah, das ist also. Und dann ist Taser dabei, falls der Herzschutz mal raussetzt oder so. Nicht, dass das Herz hier aussetzt, dann, gell? Das wäre blöd. Mit dem Gefecht in Opa geht's schlecht. Gefecht in Opa geht's schlecht. Aber hier sind schöne Blumen am Boden. Ich nehme mal ein paar mit. Ja, vielleicht. Wie viel Kokain brauchen wir denn? Ich hab so 7 oder so dabei. Ja, ich hab jetzt 9 habe ich mit. Scheiß drauf. Ja, komm, wo fahren wir jetzt hin? Boah, bin mir leckst. Warte. Verarbeiten wir nicht? Nein, nur. Mach's nur, so. Mit, wenn wir vielleicht vorbeikommen oder so. Ja. So hab ich's gedacht. Aber wir können, obwohl. Wo treffen wir denn am wahrscheinlichsten Opa, Leute? Komm! Keine Ahnung, wir können mal Polizei-Checkpoints abfahren. Gucken, ob wir ein paar Polizisten finden oder so. Gut. Wo fahren wir hin? Wollen wir mal zum Checkpoint fahren? Eins da und dann zum Checkpoint 2? Ein Baum, ja, ich hab's gesehen. Problem. Querfeld ein an der Straße. Oder Salzfeld. Gut. Zum Salzfeld, da sind bestimmt ein paar. Ja, weißt du, wie lange wir da fahren? Ja, stimmt schon. Wir können ja erstmal die Polizeidinger so abgrasen. Wo ist denn Checkpoint 1? DP1, oder? Oder was ist das? Nee, hier dieses blaue Ding da unterm Koksfeld. Ach, da. Ja, da, wir fahren einfach die Straße lang hier. Checkpoint 1? Gut, warte, ich markiere mir das. Fährt vor mir. Ich? Was geht's? Sind alle da? Ja. Und dann einfach da durchrasen oder was? Ich glaube, die Polizisten werden da kaum was machen. Ich meine, wenn da 5 E-Fix durchfahren. Die können nichts machen. Wir schmeißen Rauchkörner. Genau, das muss so cool aussehen. Wir müssen im 5-Sekunden-Takt durchfahren, so in etwa. Und immer auch Bomben werfen. 5 Sekunden, nein, Liefried. So eine halbe Stunde. Oder einmal quer durch den Marktplatz. Ja, das wäre auch geil. Nee, das ist so, glaube ich, verboten. Das ist verboten. Ja, ich muss durch den Checkpoint fahren und da Rauchgranaten werfen auch. Oh, kaputt. Oh, hey. Die Pannenhilfe. Das dauert jetzt. Bin ich froh, dass ich da nicht mitgefahren bin. Siehst du? Ist alles okay hinten oder brauchst du Hilfe? Da war ein Häschen auf der Straße. Ich bin halt ausgefahren. Verstehe. Das macht natürlich Sinn. Ja. Kann man die eigentlich überfahren? Also sterben die dann? Oder? Ja, doch. Oder? Ja, dann kann man. Nee. Aber Schlangen und so, die zermatschen auch, wenn du drüber fährst. Echt? Ja, die Hasen, kannst du abschießen zumindest mal. Ja, abschießen weiß ich. Schlange okay, auch. Was ist dein Auto hin oder so, weil du jetzt stehen geblieben bist? Ja, ich repariere es gerade. Ja, warte mal, dann warten wir hier mal hier vorne. Sag das doch früher. Ich komme. Sag das doch früher. Ich hab gar keins mit, hab ich vergessen. Ich hab noch. PS haben wir eigentlich diese Karren? Was ist bei mir? Was? Wie viel PS haben denn diese Karren? Wir sind ja früher noch mit Pferdekutschen in den Krieg gezogen. Genau. So ein Luxus. Also ich hab eben gerade verstanden, ich muss kacken. Solche unständigen Wörter nehme ich nicht in den Mund. Achso. Wenn, dann rufe ich direkt die Schwester. Also. Genau. The fuck. Warum sich die Finger schmutzig machen, sag ich mal. Genau. Die Inkontinenz hat auch seine Vorteile. Ja. Stimmt. Oh nee. Boah, stell dir mal vor. Vorhin erst, keine Sorge, ich lasse euer Auto heute mal sauber. Okay. Das ist sehr nett. Sehr rücksichtsvoll. M&M sollten irgendwo im Rücksitz sein, so. Passt mal nach. M&M's. Sitzheizung ist auch. Ah, schön. Habt ihr auch die schönen blauen Pillen? Also wenn wir mal woanders anhalten? Bei den Endmodems dabei, hab mitgedacht. Oh. So, 1 Kilometer noch bis zum Checkpoint 1. No, jetzt nicht heftig abbremsen, sonst... Kann es sein, dass wir das Spiel nicht allzu ernst nehmen, irgendwie? Wieso? Was haben wir? Jetzt können wir ja nichts.
Im Speak. Ich meine, in Games ist es was anderes, aber. Natürlich. Hier können wir ja ein bisschen verstehen. Ja, wenn ich das ich so halt sehe, wie das irgendwie TT oder so macht. Wie macht das wir? TT? Ja, aber TT, halt. Bevor die irgendjemanden sehen, sind sie auch ganz normal und ein bisschen drauf. Hast du Cool Runnings gesehen? Nee. Kennt ihr den Film Cool Runnings? Doch, sagt mir was, oder? Der mit der Bobmannschaft, der Film. Achso, ja klar, genau. Ach, der. Kennst du den oder nicht? Ah, ja. Klar. Ja. Hey, 100 Meter, Leute. Da gibt's ja auch die Schweizer und die sagen dann, ja, die Schweizer, die sind zu serious und die haben keinen Spaß an der Sache. Und dann gibt's die Jamaikaner, die machen für Blödsinn. Wir sind halt auch Jamaikaner, so im Herzen. Oh Mann, hier ist doch nichts, ey. Das ist doch scheiße. Wo fahren wir dann wirklich dahin eigentlich? Was soll der ist für ein Kontrollpunkt, ey. Ja. Keine Ahnung. Wollen wir uns mal irgendwie, oder irgendjemand holt sich ein Heli und spät dann mal ein bisschen? Wäre auf jeden Fall gut, ja. Ja, soll ich das machen? Wie du willst. Ja. Wie du willst. Ja, dann. Ich fahre jetzt einfach mal den hier vor mir. Wer ist das? Der Outsider, den fahre ich jetzt mal hinterher. Der führt mich jetzt zu einer Garage oder so. Was? Zu einer Heli-Garage oder was? Oh, Schaffkurve. Ja, Sie? Zu einer Heli-Garage. Okay, warte. Heli-Garage. Ja, nicht. Die nächste wäre in Kavala. Fahren wir außerhalb von Kavala vorbei? Ist in Kavala? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich zu. Warte mal ganz kurz. Ja, gut, ja, lass mal. Ja, warte mal kurz. Sorry. Wow! Ja, jetzt zieh halt doch mal rüber. Wer ist das denn? Ich bin halt echt extra dran gefahren. Gaming-Bookie, Alter. Ja, gell? Weißt du? Da. Weißt du? Chris fährt rechts ran, er rammt ihn dann noch und dann zieht er nochmal quer rüber, um mich nochmal zu rammen. Dann müssen wir nach Atira, oder? Map, warte mal, wo sind wir denn? Ich weiß halt gar nicht, ob ich einen in der Garage habe, muss ich mal gucken. Wir haben ja doch gar keine Garage. Oder wolltest du beim HQ einholen? So, was machen wir jetzt? Ich dachte, aber in Kavala, da werden doch bestimmt welche sein, oder? Ja, Heli-Garage ist. Ja, aber da dürfen wir. Ja, keine Ahnung. Ja, wo ist eine Heli-Garage mit den Kavala? Ah, da, gar nicht. Aber wir können auch eine Polizei. Ja, müssen wir halt echt nach Atira jetzt. Ja, wir können auch die Straße lang fahren und dann kommen wir auf die Hauptstraße, dann können wir beim Checkpoint vorbeifahren, können vielleicht noch bei der Kupferverarbeitung vorbeifahren und dann können wir zur Garage. Ja. Okay. Oder so. Boah, wie krass das aussieht, wenn die einfach 5 Ifrits lang fahren. So, also. Die Rammen da hinten. Ja, das wäre blöd. Ja, nee. Ich habe einen gebrechlichen Mann hier hinten, bitteschön, da. Ich bin nur noch auf 93. Wow. Mach dir schon wieder. Der fährt vorne weg, kennt er sich aus? Ja, das ist der Ausreiter, kennt sich aus. Oh, er bremst! Ja klar, ich wollte nur auf alle zusammen warten. Ja, warte, da hinten. So was kündigt man an. So, jetzt rechts oder was? Ja, ich dachte, das war klar. Ja, komm. Das ist ein Ich will eine Geisel endlich nehmen, das wäre doch besser. Ja, das ja, ist. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir eine finden. Ja dann, aber hier werden wir keine finden, ich will den nicht. Oder wir nehmen einfach Reinhard. Ja, da fahren wir jetzt hin. Reinhard, okay. Wir sagen einfach. Jetzt alles ab. Also ich denke mal, bei Kupferverarbeitung werden einige sein. Nur weil das bei uns so ist, glaube ich nicht, dass es auch da ja, ist. Ja, aber wenn ihr wirklich Thieves sind, jetzt mitspielen. Ich habe gar nicht geguckt auf die Spielliste. Ja, aber so. Wir haben... Pfirsich fällt sicher welche. Ah, nee, ja, doch jetzt nicht mehr, warum oder? Warum werdet ihr denn auf immer so langsam? Ja, sind, das ist am nächsten. Schauen. Boah, bei mir hakt das irgendwie bei richtig. Bei mir Alter, hier Ohren. Oh, wer war das jetzt hier? Oh Mann, der kann kein Auto fahren, Junge. Ja, ich kann kein Auto fahren, weil mir leckt es wie Sau und jetzt hänge ich hier unter den Fett. Ah ne, ich komm doch raus, Glück gehabt. Jetzt ist kaputt? Nee, ich fahr mal besser nicht hinten. Jetzt? Ja, ist das hier? Okay. Ja, ist bin ich. Alter, warum hakt das so scheiße? Ja, das ist bei der Stadt heute. So, wir sind jetzt bei der Hauptstraße. Wo fahren wir hin? Rechts, links? Links, oder? Und dann halt links, weniger. Gut, oder als Kupfer und so. Gut, dann fahren wir links. Ist das ein Checkpoint? Nee, jetzt. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wenn uns was entgegenkommt, könnten wir das eigentlich aufhalten. Wir könnten es rammen. Ja, das geht natürlich auch. Wir müssen einfach kesseln. Einfach querstellen auf der Straße und da kommt er da schon nicht durch. Wartet mal kurz, dass wir ein bisschen länger zusammenfahren, oder? Obwohl, es geht auch eigentlich. Ja, sollen wir nochmal anhalten? Ja, halt nur immer langsam fahren vorne. Einmal kurz. Dass die ein bisschen aufholen. Ja. 20 km/h halt langsam. Lass dich jetzt rollen. Ach, okay, jetzt könnt ihr eigentlich fast wieder normal. Ja, ganz ja, geht schon. Noch einer. Ja, aber ich hab 100 km/h, ich hole euch da schnell ein. Ja, okay. Ja, gut. Oh, da vorne ist ein Checkpoint. Ja. Und unbesetzt. Den hab ich gebaut. Das sieht Ding ist nach was aus, oder? So ein bisschen zumindest. Checkpoint 2 und Gelb, okay.
Habt ihr eigentlich alle ein GPS? Achtung, hier ist, kommt jetzt eine 180-Grad-Kurve sozusagen. Also, oh nein. Nein, ja, hier, hier haut's manchmal jeden. Da kann man einfach quer rüberfahren eigentlich. Man muss nur die Ecke finden, wo kein Stein liegt. Kannst du quer drüber ballern über die Leitplanke. Wow! Aber was mache ich denn? Wow! Das ist jetzt gefährlich. Was tut denn? Oh, mein Reifen ist kaputt. Was? Ah, einfach Handbremse und rum.